Haben Sie Träume, etwas, was Sie sich unbedingt erfüllen wollen? Sicherlich. Hören wir zu Beginn unserer aktuellen Ausgabe von HWK TV mal nach, welche Träume und Wünsche junge Handwerkslehrlinge haben. Ja klar, man hat immer Träume, nachher den Meister vielleicht zu machen. Natürlich zuerst ist da die Gesellenprüfung zu bestehen. Vielleicht mal einen eigenen Betrieb aufmachen. Später mal ein dickes Auto fahren, das ist ja klar. Ja, seinen Beruf, sich selbstständig machen oder den Meister zu machen. Also so kleinere Wünsche halt. Mit Ihrer Arbeit können Sie sich finanziell sicher den einen oder anderen tollen Wunsch erfüllen. Doch mit Ihrer Arbeit erfüllen die Handwerker auch Träume von anderen. So wie den einen Großen von Markus Frei. Und hier soll er Wirklichkeit werden, der eine große Traum des Frankfurter Unternehmers Frei. Zwischen Limburg und Diez soll in einer idealen Höhenlage ein Schloss entstehen. Kein Märchen, sondern bereits bald Wirklichkeit. Die Erdbauarbeiten für das ehrgeizige Projekt haben bereits begonnen. Die Ausschreibungen für den Bau des neuen Schlosses Diez laufen. Und wenn erst einmal die Handwerker loslegen, wird alles ganz schnell gehen. Nach einem Jahr soll der 100 Meter breite und 26 Meter hohe Bau stehen. Einen ersten Eindruck von der Höhe gibt bereits jetzt ein Turm, der mit der Originalschlosskulisse tapeziert ist. Tolle Aussichten, nicht nur aus über 20 Metern Höhe, sondern auch rein die künftige Kulisse mit Park und Schloss. Für die ungewöhnliche Baumaßnahme hat der Bauherr ungewöhnliche Motive. Ja, das war so 2004, da habe ich mir mal überlegt, was bleibt eigentlich von einem, wenn man mal diese Erde verlässt. Und wenn man jetzt Michael Schumacher heißt, dann ist man sich noch 100, 200 Jahre in Erinnerung oder Goethe und Beuys vielleicht noch wesentlich länger oder auch andere. Und dann gibt es eben bestimmte Objekte, Gebäude, die noch länger in Erinnerung bleiben und wo man vielleicht später mal fragt, wer hat es denn erbaut? Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, ein Schloss zu bauen. Einen ersten Eindruck vom Innenleben des künftigen Schlosses können sich Besucher des Turmes bereits machen. Auf mehreren Etagen lässt sich in das künftige Ambiente eintauchen. Dabei wird schnell klar, Qualität und Exklusivität sind dem Bauherrn wichtig, der sich im Vorfeld gleich mit mehreren Architekten beriet und klassische Stile hier unter einem Dach verbinden will. Eigentlich soll nichts darauf hinweisen, dass der Bau im 21. Jahrhundert entsteht. Da wundert es nicht, dass das Interesse. Den Turm zu besuchen ist sehr rege und auch groß, wenn man bedenkt, dass wir nur sonntags von 14 bis 18 Uhr offen haben und im Schnitt so 200 Leute über diesen Zeitraum kommen, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir wissen natürlich nicht, ob reine Neugierde oder Interesse oder was es genau ist, aber wenn ich manchmal auch da bin, dann kommen schon ganz qualifizierte Fragen bezüglich des Schlosses. Wo steht es denn? Warum denn? Wie wird es denn gebaut? Welche Materialien? Und viele geben einem natürlich auch Tipps, wie man diese Materialien verarbeiten muss, wenn sie denn aus dem Handwerk kommen. Gute Kontakte zum Handwerk sind dem Bauherrn wichtig. Mit Elektroinstallateurmeister Lutz Dietrich aus Diez greift bereits ein Handwerker zum Schraubenzieher und sorgt für Strom im Musterschloss. Normale Arbeiten an einem Ausnahmebau, denn an einem Schloss zu schrauben ist schon spektakulär, ja. Von der eigentlichen Installation her ist es eigentlich Standard, wie in jedem Ein- oder Zweifamilienhaus die Sache auch ist. Die Kabellänge sind halt ein bisschen mehr, sind schon einige Kilometer. Wobei auch Kabellänge bis zu 550 Meter am Stück dabei waren. Das war schon einiges. Noch ist das Unternehmen von Lutz Dietrich, das er 2005 übernahm, Solist beim künftigen Schlossbau zu Diez. Doch das soll sich ändern. Es gibt Pläne, dass die Innungsbetriebe geschlossen bei diesem Auftrag zum Zuge kommen. Also es war mal so angedacht gewesen, dass wir die Baumaßnahme später als Innungsprojekt vielleicht realisieren können. Das muss man aber halt sehen, wie das dann preislich zu machen ist und auch von der Zusammenarbeit her klappt. Und was noch viel wichtiger ist, von den Terminen her, ob wir das dann schaffen können überhaupt. Aber ich denke mal, versuchen werden wir es auf jeden Fall. Wir werden das mal angehen. Der 400 Meter lange Schlosszuweg ist für die Beleuchtung bereits verkabelt. Auch die Arbeit der Straßenbauer hat Tatsachen geschaffen an einem Projekt, das es darüber hinaus nur im Modell oder virtuell am Computer gibt. Noch. Mehr Infos zu diesem Ausnahmeprojekt gibt es im Internet unter www.neuesschlossdietz.de. Ein Traum soll wahr werden, auch dank vieler Handwerker aus der Region. Wir hoffen, dass der ehrgeizige Schlossbau zu Diez Wirklichkeit wird und bleiben weiterhin am Ball.
Auch mein aktueller Tipp in dieser Sendung hat etwas zu tun mit Visionen, die wahr werden. Die Weiterbildung der Handwerkskammer Koblenz bietet mit dem Kurs Reale Objekte drucken das fachliche Know-how aus einer dreidimensionalen Computervisualisierung ohne Umwege ein ganz reales Objekt zu schaffen. Dank Druck in der dritten Dimension. Wie das geht? Die Lösung gibt es am 6. Dezember. Also jetzt für diesen Lehrgang anmelden. Telefon 0261 398 585. Auch in der nächsten Woche geht es in HWK-TV um Pläne und Perspektiven mit dem Handwerk. Schüler tauchen dank Hellewegs Ferienpraktika in die berufliche Welt des Handwerks ein. Um Ausbildung Made in Koblenz als internationalem Erfolgsmodell geht es in weiteren Beiträgen und damit zurück ins Studio.